So, wir sind wieder auf Sendung. Ich nehme die Pause raus. Das ja, heißt, läuft. Bei dir passiert. Aber echt, es läuft bei dir direkt jetzt? Es läuft. Na, mal schauen. Ja, 12 Uhr. Sieht gut aus. Das schockiert mich jetzt ein bisschen. Ja, ich weiß. Ich war auch gerade, ich dachte gerade auch so, nein, wollte ich schon sagen. Ich liquidiere jetzt übrigens Danzig, gell? Mach das mal. So. Mein Horoskop sagt, heute stehen die Sterne dafür nämlich günstig. Genau. So, ich habe ja jetzt doch ein bisschen IK über, was ich eigentlich super finde. Eigentlich findest du das super. Dann kommt denn hier die Verstärkung an am 9. September. Kanada tritt den Alliierten bei. Gut, das ist nichts Neues. Kanada mal einer den Baum fällen. Kanada, Kanadi, Kanado, Kanada. So. Kanada mal. Wir verloren die Provinz Baduen. Achso, na gut, das ist jetzt hier hinten. Ja, also wie gesagt, meine Ungarn mobilisiert. Ja, stimmt, das hätte ich mal noch machen können. Meine Taktik sieht natürlich hier in Arabien nicht unbedingt vor, dass ich dort meine Gebiete verteidige. Ja, warum auch? So. Die ziehe ich jetzt dort ab. Die bleiben dort und die ziehe ich jetzt ab und die gehen nach dort. Toll. Transport. Zack. Und die laufen jetzt hinten schön der den großen Armee hinterher. So. Genau. Gut, wir haben einen Kessel gebildet. Deswegen werde ich jetzt hier mal direkt den Angriff für die Infanterie befehlen. Das Ganze zu liquidieren. Liquidität? Liquimol-Öl, Motoröl. So. Jetzt müssen wir natürlich auch zusehen, dass wir hier Marienwerder verteidigen und anschließend da auch noch den Kessel dicht machen können. So sieht's aus. Ungarn macht schon wieder irgendwelche subtiösen Angebote hier. Ja, meine Provinz verloren. Ah, ist die Verstärkung doch nicht rechtzeitig eingetrudelt. Das ist sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich ist das. So. Aber Mahmud ist trotzdem ärgerlich. So. Na gut. Ich stehe vor Moskau, vor Moskau, sage ich schon. Schön wär's. Vor Moskau. Aber du hast ein paar schöne Kessel gebildet. Also man sieht ganz gut, wie die Truppen hier, also dieser wunderschöne vier Provinzenkessel um Posen herum, wie der sozusagen 1A geschlossen ist und vernichtet werden kann. Ja, der wird auch schon gerade liquidiert, also da bin ich gerade schon dran. Ja. Ist natürlich so, dass die KI jetzt eigentlich völlig behindert ist, also die versucht durchaus jetzt... Ja, Marienwerder ist gefallen, die Verstärkung kommt schon an, das dauert jetzt allerdings wieder Stunden. Unheimlich lange dauert das, du. Unheimlich lange. So, ich esse jetzt. Ah ja, Kasserinenpass. Ganz berühmt. So, dein Afrika-Korps schlägt sich gar nicht so schlecht hier aktuell. Finde ich ganz gut. Hallo, das sind noch mittlere Panzer. Das ist mal eine schwere Einheit, was du da hast. Die schlagen sich ganz gut, haben dann allerdings erstmal keine Versorgung, werden erstmal ein bisschen stillstehen, haben aber zumindest schon ein bisschen was erobern können. Schlacht von Marienwerder gewonnen, sehr schön. Da können wir den Feind dort zurückdrängen. So, jetzt rüstet natürlich der Franzose hier unten auf. Das heißt, es wird für mich jetzt schwerer, hier durchzubrechen. Deswegen weiß ich nicht, ob das so klug war, jetzt hier zu warten. Das wird mir den Frankreich-Feldzug hier unten erschweren. Verzeihung. Es war scharf. Aha. Gut da. Ist gerade alles ein bisschen nicht ganz so prickelnd. Nee, ist ja gerade aktuell ein bisschen schwierig. So, hier könnte man ja eigentlich auch mal die... Das hätte der Führer nicht besser sagen können. Achso, mal hier. Wir haben natürlich vergessen, über einen ganz wichtigen Aspekt der Kriegsführung noch zu sprechen. Und zwar über die Weisung 0815. Möchtest du etwas dazu sagen? Die Weisung 0815, ne, ist ganz einfach gesagt, dass es halt einen Moment gibt, wo eben nichts mehr schiefgehen darf. Genau, richtig. Wir werden natürlich versuchen, uns an diese Weisung zu halten. Richtig. Im Original war es ja so, dass diese Führerweisung, es darf nichts mehr schiefgehen, dummerweise im Aktenschrank verloren gegangen ist, weswegen das nicht ganz befolgt wurde. Das könnte man so sagen, ja. Ach, guck mal hier, bei El Alamein geht's jetzt gerade gar nicht weiter, da muss ich jetzt mal hier... Wisst ihr was, wir verteilen jetzt mal die zweite Panzerdivision nach vorne. So einfach geht das jetzt hier gar nicht. Ah, jetzt. Das war gerade strange. Ha. Urdeutsches Wort. Natürlich düdlich, dass das jetzt alles hier so ein bisschen hübsch langsam verarbeitet, ne? Das ist ja, die kommen alle relativ langsam voran hier. Oh weia, jetzt rüstet der Franzose ja ganz schön auf. Guck dir das mal an. Nee. Also jetzt komme ich da nicht mehr so leicht durch. Also ich denke mal, das ist halt das Problem.
Das ist halt das Problem, ne? Aber man wird sehen. Naja, ich denke mal, wenn ich dann angreife, wird er auch schnell wieder was abziehen, deswegen. Also, naja, nur hat er jetzt in einigen Ecken dort eine ganz gute Übermacht zusammengesammelt. Also da muss man jetzt schon gucken, dass das jetzt hier nicht irgendwie schief geht. Naja, 0815, ich sag's bloß. Naja, genau. So, die hier oben haben keinen Nachschub mehr, das piept mich jetzt schon an. Das piept dich so jetzt ein Mist. Schon an. So, ich rück jetzt in Graudenz ein und dürfte damit den Kessel um Thorn geschlossen haben, so mehr oder weniger. Es ist alles ein bisschen lückenhaft, weil mir hier die Einheiten gerade fehlen, die Division. Ja. Was mir natürlich nicht gefällt, aus mehreren absolut offensichtlichen Gründen. So, und da hat auch schon die erste Division den Kontakt zu ihrem Panzerkorps verloren. Das ist natürlich ein besonders hübscher Fakt. Achtung, ja. Fun Fact. Doof. Halt, die 96. So. Bleibt hier. Die Frage, schicke ich noch Panzer nach da? Nö, muss ich eigentlich gar nicht. Ich habe Panzer hier. Niederlande mobilisieren. Oh, das ist aber traurig. An 30 Tagen bin ich aber noch beschäftigt. So. Am 2. Oktober könnte ich wieder einen Kriegszug zu den Polen hinzufügen. Ich glaube nicht. So, Kesselkratz, ja. Ja, das sieht ganz gut aus. Drei schöne Kessel. Naja, ich sag mal, bisher sind zwei halt geschlossen, aber allerdings ist das Ganze eher lückenhaft hier drüben. Nee, jetzt sind drei zu. Oben der an der Küste ist ja auch zu. Ach so, das Danzig, ja gut, da bin ich ja schon dran. Ich muss mich jetzt allerdings ein bisschen ins Zeug legen, dass wir den hier um Thorn schließen können, den, So, ich muss mal hier nach vorn. Entschuldigen Sie bitte mal, aber ich muss jetzt mal hier nach vorn. Entschuldigung, könnten Sie mich bitte durchlassen? Ich bin Arzt. Genau. Ja, meine Einheiten liegen jetzt hier gerade ein bisschen auf dem Trocknen, weil die gerade keinen Nachschub kriegen. Ist richtig blöd. Entschuldigung, lassen Sie mich bitte durch. Ich bin Gaffer. So. In die Schlacht von Klöppen. Ah, hier. Aha. Die Franzosen haben eine U-Boot-Flottille gestellt. Es hat aber niemand was verloren. Außer, dass die Franzosen siegreich waren. So, und die Polen versuchen jetzt, ich habe den nächsten Kessel geschlossen, das klappt also ganz gut. Bin ich schon mal hochgradig zufrieden. Boah, die wissen hier auch die Franzosen, ey. Uiuiuiui. Es gilt ja eigentlich die französische Armee als äußerst hochgerüstete moderne Armee, als eine der modernsten der Welt überhaupt oder gerade auch Europas. Das ist auch tatsächlich wahr. Wer also denkt, ne, das Ganze war von der Wehrmacht da so ein leicht erspielter Sieg, ist ein bisschen falsch. Da aber halt mal, redest du jetzt von Frankreich oder von Polen? Frankreich, tatsächlich. Weil du gerade Polen gesagt hast, weil du gerade Frankreich, ich dachte, weil du gerade in Polen bist. Ja, ich bin in Polen, aber ich möchte gerade so allgemein ein bisschen was zur Kriegführung sagen. Ach so, okay. Und zwar hat nämlich die Wehrmacht einen ganz entscheidenden Vorteil. Die guten Leute haben sich nämlich diese Idee mit diesem Blitzkrieg in den Kopf gesetzt. Was genau bedeutet das denn jetzt überhaupt und hat das überhaupt eine Bedeutung oder ist das nur so ein Modewort? Tatsächlich, was besagt dieser Blitzkrieg oder ist die Idee hinter diesem Blitzkrieg? Das ist jetzt doof, dass sie noch nicht wieder verwendungsfähig sind hier. Die Idee hinter diesem Blitzkrieg war einfach die Lehre aus dem Ersten Weltkrieg. Wir erinnern uns mal an der Zeit zurück. Der ein oder andere hat es vielleicht noch miterlebt, wahrscheinlich nicht. Dieser Stellungskrieg, der an der Westfront und dann im späteren Kriegsverlauf auch an der Ostfront eingetreten ist, dass einfach diese riesengroßen Massenarmeen aufeinander zugerannt sind, dann sind die ersten Linien und die zweiten Linien und alles, was dahinter kam, umgekippt und dann stand man sich gegenüber und wusste nicht mehr ein noch aus und hat es dann immer wieder mit großen Massenangriffen versucht, die aber allesamt gescheitert sind. Daraus hat man versucht, seine Lehren zu ziehen, dass man eben sagt, wir müssen das ein bisschen cleverer angehen. Das ist schon mal bewegend, dass man da tatsächlich auf die Idee gekommen ist. Und eine dieser Möglichkeiten bot eben die Panzerwaffe. Die Alliierten hatten im Ersten Weltkrieg bereits die Panzerwaffe für sich entdeckt, indem sie einfach gesagt haben, jo, das klappt wunderbar. Wir erinnern uns an die Schlacht an der Somme. Ne? Die erste war zum Beispiel eine große britische Panzeroffensive mit dabei. Auch in der Picardie sind zum Beispiel britische Panzer auch im großen Stil eingetroffen, Tanks genannt, was die Tarnbezeichnung war für die Panzerwaffe. Und so, jetzt müssen wir die Panzerdivision 1 zurücknehmen, dann können wir das ja alles wieder ein bisschen zumachen, das gefällt mir besser. Oh, weia, der Franzose macht mir ja, oh shit, der macht mir ja echt Sorgen. Der macht ja einen auf Russe.
Also das war nicht, also ich sage mal, das war eine schlechte Idee. Ich hätte hier direkt angreifen müssen. Weil jetzt kann der sich hier wunderbar sammeln. Das war eine ganz schlechte Idee, hier den versuchen hinzuhalten. Naja, jetzt ist es gelaufen. Der wird wahrscheinlich nicht angreifen. Ich glaube nicht, dass er angreift. Jedenfalls war eben die Idee, diese Panzerwaffe einzuführen. Und die Deutschen hatten dann daraufhin auch die operative Panzerwaffe entwickelt. Da sind auch einige andere drauf gekommen, allerdings nicht so in der Form, wie sie dann die Wehrmacht entwickelt haben. Hier steht auch der Name Guderian natürlich im Vordergrund. Aber nicht zuletzt auch ein Generalfeldmarschall Rommel hat da seinen Anteil mit dabei gehabt. Die Idee dahinter war einfach, die Panzertruppe loszulösen von der Infanterie, sie nicht mehr als Unterstützungswaffe einzusetzen, wie sie halt im Ersten Weltkrieg noch geführt wurde, das heißt, der Panzer rollt vorne weg und die Infanterie läuft mit, sondern sie als eigenständige Waffe einzusetzen, um damit den größten Vorteil, nämlich die hohe Beweglichkeit, auszuspielen. Das hat auch wunderbar funktioniert, denn man war dadurch in der Gelegenheit, eben wenn man einmal die Front durchbrochen hat, schnell Boden gut zu machen und dann feindliche Nachschublinien zu unterbrechen, feindliche Reserven abzufangen, derartiges. Und auf dieser operativen Panzerwaffe basierte dann auch die Idee dieser Blitzkrieg-Strategie. Man ging also nicht mehr davon aus, dass man auf ganzer Breite vorrückt. Na toll, jetzt sind sie da schon wieder eingerückt. Ach, dämliche Kavallerie. Die Idee war also nicht mehr, dass man auf ganzer Front vorrückt, sondern eben nur noch auf einem bestimmten Punkt, dass man dort allerdings massiert, einwirkt, das heißt mit Artillerie, mit der Infanterie und eben auch mit der Panzerwaffe, dass man dort einen Durchbruch erzielt. Und ja, wenn man durchgebrochen ist, dann nicht einmal nach links oder rechts umdreht, die Front aufrollt, sondern tiefer ins Hinterland vorstößt, um dann von mehreren solchen Durchbruchspunkten eben einen Kessel zu bilden und anschließend die Kessel von der Infanterie aufarbeiten zu lassen, während die Panzer schon wieder vorrücken zum nächsten Angriff. Richtig. Die Basis dahinter war natürlich auch eben diese Idee, dass man sagt, man vernichtet den Feind in Grenznähe. Das heißt, man greift an zwei Punkten eben an, bildet einen Kessel, vernichtet die Truppen darin und damit steht einem quasi das Hinterland offen. Richtig. Das war die Idee und das hat gerade zum Beispiel auch in Frankreich gegen die eigentlich an sich erstmal überlegene französische Armee ja hervorragend funktioniert. Man kann das gar nicht anders sagen. Zumal auch gerade die Franzosen zwar schwere Panzer verfügten, die auch den Deutschen erstmal technisch gesehen überlegen waren. Mein Angriff auf Danzig ist gescheitert. Ich habe ja gesagt, dass die scheiße sind da oben. Die haben also die französische Armee hat also tatsächlich auch schwere Panzer gehabt, die den damaligen deutschen Panzern überlegen waren. Aber sie haben es eben nicht verstanden, diese Panzer einzusetzen und zu nutzen. Und der Panzer hat dann seine Mobilität verloren, sodass dann am Ende eigentlich nichts weiter übrig blieb, außer sich dann von den Deutschen absammeln zu lassen. Man muss allerdings auf der anderen Seite auch natürlich sagen, dass der Krieg natürlich für Frankreich doch äußerst überraschend kam. Wir hatten es ja schon mal angesprochen, also auch Frankreich war ein Staat, der immer noch kriegsmüde war nach dem Ersten Weltkrieg und eigentlich gar kein großes Interesse daran hatte, hier irgendwas weiterlaufen zu lassen. Und gleichzeitig war Frankreich in der ganzen Zeit der 20er und 30er Jahre in starke innenpolitische Probleme verstrickt. Also es ging dort immer wieder zwischen konservativen Rechten und Linken hin und her in der Regierung. Super, ich werde gleich Alexandria eingenommen haben. Und das sorgte eben halt dafür, dass das Land also auch innenpolitisch destabilisiert war. Dann folgte natürlich gleichzeitig auch immer größere Unruhe in den Kolonien. Wir wissen ja nach sozusagen, die großen Verlierer des Zweiten Weltkrieges waren ebenfalls also auch die großen Alliierten, denn vor allen Dingen England und Frankreich verloren danach Schritt für Schritt ihren Kolonialstatus und immer mehr Staaten, die ehemals dazugehört haben, wurden selbstständig gemacht und wurden souverän. Das ist ganz interessant. Das heißt also, auch das war ein wichtiger Punkt. Und tatsächlich geschah, nachdem der Krieg eröffnet wurde, also auch die Kriegserklärung an das Deutsche Reich erklärt wurde, seitens Großbritannien und Frankreichs, passierte erstmal gar nichts. Die sogenannte Drôle de Guerre, das heißt, man saß sich an den Grenzen gegenüber und es kam nichts. Und selbst die polnische Regierung wunderte sich schon, nachdem, jawohl, Alexandria ist eingenommen, wunderte sich also auch schon, warum die Alliierten nicht mit Soldaten einrücken. Das konnte man sich also nicht erklären, weil das sozusagen sehr seltsam war, aber tatsächlich geschah nichts. Das ist und genau. Und genau dieses Vorankommen, man saß sich also wirklich gegenüber, vor allen Dingen auch in der zum Teil in der Maginot-Linie oder an den Grenzgebieten, und man hat nichts getan. Der erste Kessel ist liquidiert, Entschuldigung. Genau, es gab hier und da vielleicht mal ein kleines Intermezzo, aber ansonsten
war nichts groß, ist nichts Großartiges passiert und das war ganz seltsam. Deswegen wird das sozusagen also auch als der komische Krieg bezeichnet oder als die sogenannte La Drôle de Guerre. Und als dann tatsächlich über Mannsteins Sichelschnitt nach Frankreich, also sozusagen über die Benelux-Staaten unter anderem nach Frankreich vorgerückt werden konnte, geschah das zum Teil so schnell, dass hier gar keine Möglichkeit bestand, dass sich die Franzosen großartig wehren konnten. Also das auch dazu. Also bekannt, ganz bekannt ist in der Zeit natürlich Rommel, der sich also hier seine nächsten Meriten nach seinen Einsätzen im Ersten Weltkrieg, seine nächsten Errungenschaften hier erreichen konnte. Und hier zum Teil, also du kennst den Begriff ja auch, den Begriff der Gespensterdivision. Die 7. Panzerdivision war es, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig genau. Im Kopf habe. Der war so schnell und der hat so schnelle Geländegewinne gemacht, dass zum Teil gar nicht, dass selbst das Oberkommando gar nicht wusste, wo er sich gerade aufgehalten hat. Und also wie gesagt, es wurde unglaublich viel Kriegsgerät erbeutet, viele französische Soldaten gingen in Gefangenschaft. Und ich denke mal dann, wenn wir dann uns nochmal mit Dünkirchen beschäftigen, also das ganze Konkrete, machen wir dann nochmal, wenn es dann darum geht, sich mit Frankreich auseinanderzusetzen. Oh Gott, der baut hier unten auf! Also das kannst du vergessen, hier komme ich nicht durch. Also da wäre ich dich so gut wie nicht unterstützen können hier unten. Also da musst du wirklich den ersten Schritt machen, damit er hier unten abzieht. Das kriegt man schon hin. Ich wollte bloß mal sagen. Genau, nee, aber weil du das gerade ansprichst mit dem kleinen Scherz zum Thema... Oh, was ist denn hier los? Weil du das gerade ansprichst mit den Kirchen, so ein kleiner Hinweis darauf, dass auch innerhalb der deutschen Militärführung man sich... Rausgeschmissen. Wie rausgeschmissen? Na, du bist gerade... Die Verbindung zu dir ist gerade verloren gegangen. Oh, okay. So. Allerdings, bevor wir jetzt hier das gleich nochmal kurz mit einem kleinen Schlag versetzen, noch kurz zu Ende gesprochen. In Dünkirchen, das zeigt also auch wieder ganz deutlich, dass auch ein größter Feldherr aller Zeiten und auch andere Teile des Generalstabes der Panzerwaffe misstrauten als operativer Einsatz, in ihrem operativen Einsatz und dementsprechend auch tatsächlich auch überfordert waren, beziehungsweise auch total erschrocken waren, wenn die Panzer so schnell vorgerückt sind, dass man das selber nicht mehr so richtig unter Kontrolle hatte. Das führte auch zu einigen komischen Situationen und das führte auch zu diesem Wunder von Dünkirchen, wenn man das so nennen möchte. Ja. Aber dazu kommen wir dann, wenn es mal soweit ist. Und jetzt werden wir uns erst wieder mal von hier verabschieden. Wir sehen uns gleich im dritten Teil derselben Folge oder im zweiten Teil derselben Folge. Jo. Wie gesagt, der Mehrspieler ist nicht der beste, Entschuldigung von der Seite her. Genau, bis dahin, macht's gut.